Leute, Bitcoin ist massiv am Crashen und das liegt daran, dass die Bullen es gestern nicht mehr geschafft haben, im Laufe des Tages über die 48.350 Dollar zu pushen, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass wir es nicht mehr bis zum Abend geschafft hatten, die 48.800 Dollar hinter uns zu lassen. Ich habe euch ja gesagt, dass sobald wir nicht, also wenn wir nicht in den nächsten Stunden nach meinem Video die 48.350 Dollar nach oben hin durchbrechen, dass ich anfangen werde, meine Long-Position zu verkleinern. Das habe ich auch gemacht und dann spätestens beim Daily Candle Close unter den 48.800 Dollar habe ich erneut meine Longs verkleinert. Ich habe natürlich immer noch ein paar Long-Positionen offen. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Aber es war perfekt wirklich, dass wir dadurch, dass wir diese Closes nicht gesehen haben, ein bisschen Risiko aus dem Markt rausgenommen haben, weil wir dann einfach diesen großen Dump erwarten mussten. Jetzt reden wir aber gar nicht großartig drumherum. Lasst uns direkt in die Charts springen. Wie ich euch gesagt hatte, hier der wichtige Weekly Widerstandstrendkanal, Leute. Boom, wir wurden rejected. Und haben es einfach nicht geschafft, über den Channel drüber zu kommen, was dann einfach jetzt darin resultiert hat, dass wir natürlich eine größere Korrektur gesehen haben. Ich will jetzt aber gar nicht über den Weekly Chart reden, das ist euch ja sowieso alles klar, was wir hier sehen. Ich möchte mit euch auf den Daily Chart gehen, denn dort wird es jetzt gerade mal wieder ein bisschen interessanter. Und zwar, Leute, habe ich nur aus einem einzigen Grund noch nicht all meine Long-Positionen zugemacht. Natürlich, Leute, ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr dem Video hier mal einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert mal den Kanal, aktiviert mal die kleine Glocke, schreibt mir einen Kommentar, teilt das Video mit euren Freunden. Warum habe ich denn noch nicht all meine Long-Positionen zugemacht? Und zwar muss man natürlich sagen, die Vergangenheit in Bitcoin wiederholt sich wieder und wieder und wieder. Und ich habe euch ja die ganze Zeit schon gesagt, dass unsere Chancen, diesen Bullenmarkt fortzusetzen, in der Form sich signifikant verkleinern, wenn wir eben mit der letzten Woche nicht über den 48.800 Dollar schließen. Ich habe euch ja die ganzen Gründe schon genannt, warum. Warum habe ich dann jetzt noch nicht all meine Long-Positionen zugemacht? Ich meine, es ist eigentlich relativ simpel. Einfach, weil wir jetzt noch eine allerletzte Chance meiner Meinung nach haben, das Ganze hier umzudrehen. Einfach aus dem Grund, weil man natürlich sagen muss, wir haben sehr viele fundamentale positive News. Wir sehen, dass auf den Exchanges die Bitcoin und Ethereum und generell Crypto Reserves runtergehen. Das heißt, Leute ziehen ihre Kryptos von den Exchanges, legen sie auf Long-Term Holding Wallets. Das ist ein gutes Zeichen. Ne? Supply Shortage, institutionelle Investoren, es kommen immer mehr in den Markt und die werden nicht so schnell wegen einem 10% Drop verkaufen. Das ist sozusagen langfristig gesehen alles sehr, sehr, sehr bullisch und aus diesem Grund, glaube ich, könnte es diesen Bullenmarkt das allererste Mal anders sein, dass wir eben nicht komplett aus diesem 8-Jahres-Support und Widerstand komplett rejected werden, sobald wir eine Weekly Candle drin schließen, sondern dass wir eben doch noch die Chance haben, dann in naher Zukunft aus diesem 8-Jahres-Support- und Widerstandskanal auszubrechen. Ich möchte hier aber ganz klar sagen, dass wir an sich den letzten Support, den wir jetzt noch unter uns haben, aktuell direkt unter uns haben. Und zwar ist das Level, wo wir jetzt gerade drunter sind. Die Tageskerze heute, der Tag, muss an sich über 45.000 Dollar beendet werden. Ansonsten schließen wir unter den Daily EMA Ribbons, wir schließen unter diesem wichtigen Support. Wir hatten ja die ganze Zeit schon dieses Fractal, dieses Preismovement mit diesem Preismovement verglichen. Wir haben gesagt, wir müssen über die Fibonacci Retracement Level kommt, das haben wir alles nicht geschafft. Wir haben alles, was ich gesagt habe, was wir schaffen müssen für eine bullische Continuation dieses Bullenmarktes, haben die Bullen nicht geschafft. Und aus diesem Grund muss man ganz klar sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier vielleicht nochmal eine fette Korrektur sehen, und ich möchte jetzt nur nochmal ganz kurz euch aufzeigen, von was für einer Korrektur wir hier das letzte Mal geredet haben. Wir haben hier das letzte Mal von einer 40% Korrektur geredet. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal ausmalen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das passiert genauso, ja, und wir erwarten hier eine 40% Korrektur, dann möchte ich euch einfach nur auch wirklich nochmal sagen, dass wir tatsächlich einen Preisdrop bis runter auf 26.000 Dollar Level hier erwarten würden an der Stelle. Aber dieses Fractal ist natürlich auch kleiner als das hier. Das heißt, wenn man mal davon ausgeht, dass das dann logischerweise würde dann eher zu einer Korrektur, keine Ahnung, so auf 37.000 oder sowas führen. Aber trotzdem, Leute, wir haben hier auf jeden Fall momentan bei Bitcoin ein enormes Gefahrenbild im Chart. Und das Einzige, was ich jetzt hier machen werde, und ich möchte es wirklich... Sorry, da musste ich kurz niesen. Ich möchte es wirklich ganz simpel halten, Leute. Wenn wir den heutigen Tag unter den 45.000 Dollar beenden, werde ich weiter meine Long-Position verkleinern. Wenn wir die Tageskerze über den 45.000 Dollar schließen, dann lasse ich Bitcoin tatsächlich diese ganze Woche noch Zeit, um hier die Chance zu geben, ein W-Pattern zu formen und dann eben bis zum Ende der Woche doch noch aus unserem 8-Jahres-Support und Widerstand nach oben auszubrechen. Wenn wir es jetzt diese Woche dann auch nicht schaffen, dann wird die Chance erneut kleiner. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin vorsichtig mit Long-Positionen. Ich verkaufe nämlich natürlich nichts von meinem HODL-Portfolio. Wie gesagt, long-term denke ich natürlich, dass Bitcoin sehr gut performen wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, egal wie gut die fundamentalen News sind, short-term kann es immer zu einem größeren Dump kommen. Das ist gar keine Frage.
Wie gesagt, wir haben die Daily EMA Ribbons jetzt theoretisch über uns. Ich hatte euch auch natürlich gesagt, dass in der Vergangenheit immer wieder, wenn wir aus Daily EMA Ribbons ausgebrochen sind, auf denen gebounced sind und dann doch nochmal eine Daily EMA Ribbon innerhalb der Daily EMA Ribbons geschlossen haben, dass wir danach auch immer eine Korrektur gesehen haben. So, das wird höchstwahrscheinlich heute auch der Fall. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Bullen jetzt so stark sind, es schaffen, den Kurs hier hoch ab aufzukaufen, dann ist das sowieso ziemlich bullisch für das Ganze. Aber wie gesagt, wir müssen auf die Tageskerze warten. Ich behalte nur im Auge, ob wir den heutigen Tag über den, ja, 45.200 Dollar beenden. Sollte das der Fall sein, gebe ich den Bullen jetzt nochmal eine Chance diese Woche. Sollten wir hier drunter closen, Leute, dann werde ich höchstwahrscheinlich nochmal ein bisschen meine Longs verkleinern. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen und nicht um einfach nicht zu hohes Risiko zu haben, jetzt aktuell in der aktuellen Marktsituation. So oder so, Leute, ich werde das Video jetzt so schnell wie möglich hochladen, damit ihr wisst, was passiert ist und damit ihr auch wisst, was für Preislevel ich jetzt hier an der Stelle im Auge behalte. Ansonsten würde ich sagen, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke. Wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao.